Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons Tag 2, glaube ich, ne? Oh, gestern haben wir ja schon sehr, sehr viel gemacht, finde ich. Offscreen habe ich dann noch meinen Kredit abbezahlt. Und Tom Nook will irgendwie eine Anrede halten. Test, Test, 1, 2, 3. Hallo miteinander. Ach du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind, also Ohren auf, ja, ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Nimmerland ist eröffnet, ja. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder eine lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist noch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt, ja, ja. Und wie auch das Service Center ist der Flughafen ebenfalls 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Oh, und es gibt noch einen weiteren, wie heißt es so schön, Knüller zu vermelden. Ich muss mal eben hier. Das ist besser. Und es gibt noch einen weiteren Knüller zu vermelden. Lass uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Nimmerland willkommen heißen. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Wer ihm helfen möchte, melde sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Nimmerland. Heißt, wir haben jetzt ein Gebäude mehr hier. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut. Oh, wir haben auch Post. Post, Post, Post. Oh, Mama. Mama schickt was. Mein lieber Moritz, jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Einen guten Start wünsche ich, Mama. Oh, danke schön. Gib mir mal das Geschenk her, danke. Oh, Akademie. Glückwunsch zum neuen Heim. Die Akademie des schönen Hauses sendet hiermit herzliche Grüße. Unser Ziel ist, dir bei der stetigen Verschönerung deiner Behausung behilflich zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Anbei ein Geschenk zur Einweihung. In die Tasche. Oh, ach ja, stimmt, unser Haus ist ja jetzt da. Das habe ich ja gar nicht beachtet. Oh, da gehen wir mal direkt rein. Mal gucken. Mal gucken, wie groß das jetzt ist. Okay. Licht an, ausschalten. Zum Einrichtungsmodus Lager öffnen. Ja. Also das ist das Lager hier. Okay. Hier werden alle Items angezeigt, die man nicht sehen möchte. Also die man nicht benutzt. Und wie kann ich die da reinschicken? Ich gucke erstmal, was hier drin ist. Oh, Birnen. Nice. Kann ich anpflanzen. Und ein Holzsofatisch. Oh, komm, den erlernen wir mal. Sehr gut. Was möchte ich denn nicht... Ich habe keine Ahnung. Kann ich Kleidung auch da reinschicken? Ach, wir haben aber auch keine Kleidung. Ins Lager. Hier. Perfekt. Ab alles ins Lager, was ich nicht brauche. Ne, den gebe ich gleich noch. Dingsi-Bumsi. Eugen. Steine können auch ins Lager. Das auch. Und du auch. So, dich nehme ich mit. So. Weil jetzt braucht man nicht mehr diese Truhen und sowas. Ist eigentlich ganz praktisch. So, dann gieße ich mal eben hier die Blumen. Geht die Gießkanne eigentlich auch kaputt? Wieso sollte sie? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich auch offscreen angepflanzt, ne? Ich glaube schon. Oh, daneben. Daneben. Oh, die geht echt kaputt.
Ach Mann. Egal. Gut. Oh, lass an. Oh, guck mal hier. Haben wir wieder was Schönes? Achso, ich wollte erstmal zu Eugen gehen. Erstmal nach Eugen. Hallo Eugen. Eugen, sind Sie da? Da ist er. Sehr freut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Handelt es sich bei Ihnen etwa um Moritz? Sie wählten den Standort dieses Zeltes. Genau. Vortrefflich. Ihnen verdanken. Ich es also hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zweck werde ich mich langfristig hier einnisten. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Oh Gott. Ich habe schon wieder hier Nachrichten bekommen. Und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst gebaut, werde ich diese zusammen mit denen, die Sie zum Nutgaben ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Leere Schaukästchen sind nicht erwünscht. Es sähe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. Und, wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Auf jenem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichsten Fossilien. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erstmal überquert sein will. Mir kommt da eine Idee. Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment bitte, Moritz, während ich die Daten an Ihr Nook-Phone übermittle. Hatte Tom Nook Handyhülle? Ich raste aus. Ich will auch. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Schwungstab bauen. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Des Weiteren schickte ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der sich Fossilien ausgraben lassen. Erlauben Sie mir also nun, zu meinem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Ach du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Worauf ich hinaus wollte ist, das Museum zu öffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Nun, wenn Sie Ihr wertvollen Funde stiften würden, wäre Ihnen meine ewige Dankbarkeit gewiss. Okay, wir haben schon zwei. Ich will etwas stiften. Ja, dann haben wir auf jeden Fall für heute eine Aufgabe, die wir dann jetzt auch machen. Ich kann ihn jedoch viel zu den Insekten. Nee. Ich glaube, das artet aus. Ich glaube, das artet jetzt aus. Wenn ich jetzt hier 15 Mal irgendwie irgendwas höre. Ah, hier ein Fisch. Ein Bitterling. Nee, kann gerade nicht. Sorry.
Sorry, sorry. Du kannst mir Geschichten auf den Infobrettern im Museum dann erzählen. Und ein Einsiedlerkrebs. Okay, er hat wohl Angst vor Insekten. Nee, nee, erzähl mir bitte keine Lebensgeschichte. Danke, danke. Ja, ja, ja. Also 3 haben wir schon mal von 15. Fehlen noch 12. Ah, cool. Der sagt das auch immer. Der sagt das auch immer. Oh, guck mal, da haben wir noch einen Schwalbenschwanz. Den haben wir aber, glaube ich, schon. Und ich gebe... Oh, hallo, Schlepp. Oh, Moritz. Alles Gute zum neuen Eigenheim. Da tun sich plötzlich unzählige neue Möglichkeiten im Leben auf. Zum Beispiel schöne Möbel. Klar, die könnte man sich zur Not auch selbst basteln. Aber weißt du, Nook Shopping ist im Punkto Möbel nicht zu verachten. Schau doch mal, was es da so gibt. Es kann zwar etwas dauern, bis die guten Stücke da sind. Dafür gibt es jeden Tag neue Artikel zu entdecken. Auch richtig exklusive Sachen, die man sonst auf dieser Insel nie und nimmer bekommen würde. Über das Nook Portal kannst du auf Nook Shopping zugreifen. Versuch's mal, wenn du im Service Center bist. Okay. Hallo? Und weil wir jetzt immer mehr Hausbesitzer haben, stimme ich dir zu. Wir brauchen einen Laden. Aber was Baumaterial angeht, sollten die Häuser unserer Kunden Priorität haben. Ich bin mir sicher, dass du eine Lösung für dieses Problem findest. Ihr beiden habt mir schließlich schon jahrelang über die Schultern geschaut, hm? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Oh, hallo Moritz. Bist du zufrieden mit deinem Zuhause? Entspricht alles deinen Erwartungen? Ist doch gleich viel gemütlicher. Häuser sind was ganz anderes als Zelte, hm? Man kann den Boden und die Tapete anpassen und man hat Platz, um nicht genutzte Möbel einzulagern. Oh, da ist noch mehr. Alle Hausbesitzer werden automatisch bei der Akademie des schönen Hauses angemeldet. Die ADSH wird dein Haus regelmäßig bewerten und dir Tipps geben. Es gibt sogar Preise für Mitglieder, die eine hohe Wertung erreichen. Keine Sorge, du wirst gar nicht merken, wenn dein Zuhause bewertet wird. Viel Spaß. Dann gäbe es noch eins, nämlich dein neuer Kredit. Das macht dann 98.000 Sternis, bitte. Okay. Ah, keine Bange. Du kannst ihn in großen oder kleinen Schritten zurückzahlen. Rückzahlungen erfolgen über den Bankautomaten des Nook-Portals. Das ist alles, was ich dir heute über Häuser erzählen muss. Aber ich habe noch eine Überraschung. Ich hoffe, du bist bereit. Ein erstklassiges Meilen-Item für dich. Ein Meilenticket. Ein Meilenticket? Ein Meilenticket ist ein spezieller Reisegutschein, den du nur über das Einlösen von Nook-Meilen erhältst. Es ist schon ein Widerspruch. Wir wollen die Insel verbessern, aber auch den Zauber einer einsamen Insel bewahren. Aber es geht beides. Mit einem dieser Tickets kannst du jederzeit zu anderen Inseln fliegen und Abenteuer erleben. Du kannst dort andere Abenteuer treffen oder Material für Bastelprojekte sammeln. Gestalte deine Reise so, wie du möchtest. Ich habe dir dein Ticket am Schalter im Flughafen hinterlegt. Also hol es dir, wenn du dich reiselustig fühlst. Und jetzt viel Spaß mit deinem neuen Zuhause. Oh, cool. Wir gucken mal, was er jetzt hier so verkauft. Nur ein kleiner Vorschlag von mir. Nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so gelegen kommt. Wenn du magst. In Ordnung. Vorzüglich. Ich mach's auch ganz kurz, okay? Ich wollte mal fragen, hättest du Lust, an einem tollen Bauprojekt mitzumachen? Einem Laden? Je mehr hier auf der Insel los ist, desto mehr interessierte Kunden. Ist ja klar. Ich würde auch gerne ein viel größeres Sortiment anbieten, was hier ja aus Platzgründen nicht geht. Unser großer Häuptling weiß auch schon Bescheid. Und expandieren wir ja sowieso immer, du weißt ja. Es gäbe da nur ein kleines Problem. Unser Inselchen ist zwar super schön, aber nicht gerade ein Baumarkt. Und wo wir ja schon so viele Behausungen haben, bauen müssen, für einen Laden bleibt da nicht viel. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Du könntest doch einfach hier in der Natur Baustoffe sammeln. Von Bäumen, Steinen, Zeug, aus dem ein geschickter Bastler ein hübsches Geschäft errichten kann. Das ist sogar umweltverträglich. Wir haben uns da selbst erkundigt und so. Die Insel leidet nicht. Aber zurück zum Thema. Würdest du vielleicht Baumaterialien für unser Ladenprojekt besorgen? Wir würden uns auch erkenntlich dafür zeigen. Versteht sich ja von selbst. Eine Foto wäscht die andere. Okay. Vielen Dank, du bist spitze. So, ich weiß ziemlich viel auf einmal, aber folgende Sachen bräuchten wir zu unserem Glück. Holz.
Hartholz und Weichholz. Jeweils, naja, 30 Stück pro Sorte und dazu 30 Stück Eisenerz. Es ist auch egal, woher die Sachen kommen. Sie können von hier oder von einer ganz anderen Insel sein. Und keine Eile, ja? Ich habe noch keinen Baum weggelaufen sehen. Sobald du von allem Material die volle Garnitur hast, dann komm hier vorbei und sag mir Bescheid. Okay. Ist dein Shop noch offen? Ich will etwas kaufen. Aufblassoffer, okay. Picknickkorb, okay. Oh, du hast jetzt eine Schaufel. Ich glaube, die will ich mir nicht craften, sorry. Ja, super. Ja, es gäbe noch was, was ich gerne haben möchte. Die Gießkanne. Nehme ich. Sehr gut. Ach, eine Angel brauche ich ja auch wieder. Stimmt. Angel hole ich mir auch. Nehme ich. Bin wieder fast pleite. Cool. Was hast du noch so Schönes? Anleitung, Wackelachs, Wackelgieß, keine Schleuder. Ja, gut, ne? Supi, danke. Etwas herstellen. Den Sprungstab. Weichholz. Okay, Weichholz brauchen wir dafür. Haben wir denn eine Axt? Ja, haben wir noch. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, 5 dieser Hartholzdinger brauche ich. Dann gehen wir jetzt mal auf Suche. Hart oder Weichholz? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 1. Och nee. Nein. Schnell rein. schnell rein. Hallo. Tschüss. So, noch einmal. So, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft man so einen Baum schlagen darf. Deswegen mache ich das lieber nur 2-mal. Och, das ist nicht sehr ernst, oder? Hallo, ich bin wieder da. Als ob jetzt jeder Baum so ein scheiß Wien-Nest hat. Nee. Ah, da bin ich wieder. Hallo, Schlepp. Und das. So, haben wir wieder 3. Wer? Gut. Hier ist kein Bienennest. So. Können wir hier noch schlagen? Oh. Ist das neu, das Holz da? Ja, ist das? Hartholz. Hä? Oder hatte ich schon vorher? Nee, hatte ich nicht. Was ist denn das da für Holz? Holz und Weichholz. Okay. Schlagen wir nochmal. 1, 2, 3, 4? Ne, geht nur 3-mal. Okay. 3-mal. 3-mal können wir schlagen. 1, 2, 3. Oh, bis meine Axt kaputt ist. 1, 2, 3. Oh, ist das hier wieder entspannt, ey. Oh, die Axt ist kaputt. Macht nichts. Macht nichts, Kleiner. So. Dann craften wir uns mal hier den Sprungstab. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Dann können wir endlich mal die Insel sehen. Zwar noch nicht alles, aber schon mal ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Sprungstab herstellen, ja. Tada! Sprunger, supi. Und du? Hallo. Ich würde mal gern gucken, was du überhaupt brauchst. Ich habe nichts dabei, was er braucht. Okay, dann nicht. Ist hier vielleicht was drin? Nee. Ja, dann. War nicht irgendwas mit ZL?
Guck mal eben. Medaillen, ah, da oben. Marke Eigenbau, okay. 300. Tüdüt. Oh, auf dem Holzweg. Hier haben wir auch noch was. Der Traum vom Eigenheim. Ja, das ist echt ein Traum. Und das war's. Was ist das da oben dann nochmal? Hier. Guck mal, erhalten. Ah, ach, das sind solche kleinen Quests. Okay, cool. Hallo Pamela. Was gibt's Neues, Hackmack? Ich wollte mit dir reden. Ach, Gänseblume. Blume. Hab gehört, die Waschbären haben dich für die Ladeneröffnung eingespannt. Richtig gehört. Astrein, Nimmerland könnte echt mehr Leute wie dich vertragen. Ha, wenn die dich schon einspannen, einen Laden zu öffnen, kannst das hier sicher gut gebrauchen. Was ist das? Die Anleitung für diese Schaufel stammt übrigens aus Alltagswerkzeuge AZ. Die Qualität von den Werkzeugen, die ich bisher daraus nachgebaut habe, ist schon ganz ordentlich. Falls dich die Schaufel überzeugt, kannst du ja überlegen, dir das Werk selbst zuzulegen. Heckmeck. Oder gucken wir doch mal direkt. Oh. Ach so, ja, ich weiß nicht, wie die Videoschaufel aussieht. ist irgendwas am schwarzen Brett? Nee, ne? Der Vogel ist nicht da. Nee. Dann springen wir jetzt mal über den See. Ich würde sagen, wir fangen unten an. Unten. Und arbeiten uns hoch. Hier war noch Unkraut. Hier ist noch ein Typi. Hallo, wie läuft's bei dir so, Rumpel? Lass uns quatschen. Du lässt also die Mucke spielen, damit wir einen Laden bekommen? Vorbildlicher Einsatz. Ich habe da beim Joggen was gefunden, das du dafür vielleicht gebrauchen kannst. Hier, nimm. Oh, Eisen. Eisen, cool. Das ist nett. Sehr, sehr nett. Stimmt, das können wir jetzt eigentlich mal gucken. Wo ist sie denn? Die Schaufel. Da ist die Schaufel. So, wir graben uns hier wieder zwei Löcher. Und dann... Oh. Ich wollte den Stein anvisieren, aber es geht ja hier gar nicht. Okay. Oh mein Gott. Krieg ich noch mehr? Nee, okay. Cool. 4 Eisenerz, das ist perfekt. Und ich glaube, das ist Lehm da vorne. Oh, da wäre ein neues Tier gewesen. Schade. Ach, das ist die Billo-Schaufel hier. Okay, dann. Oh! Wie hieß er nochmal? Gulliver! Kellner im Wasser, fehlt nur Salz. Gulliver, hallo. Ich will kein Strandgut sein. Lieber Treibgut, das klingt dynamischer. Hallo. Ah, ein Sturm haut sich zusammen. Festhalten, Männer! Halt, Steuerbord, weich Backbord, fast den Mast. Hm? Schmatz. Oh, Gulliver, jetzt komm. Die Wellen sind arg, wo ist die Tüte? Oh, er ist wach. Black, ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also. Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver. Reisende Seemöwe der 7 Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke für den Weckruf, sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesen wasserdurchspülten Vogel hier noch einmal vergeben? Dein stures Starren deutet. Ich mal als ja. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist so eine putzige Angewohnheit von mir, passiert ständig. Die anderen Seeleute lachen sich immer in den Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Ha, keine Sorge, die Jungs sind im Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meine treuen praktischen... Was? Meine Güte! Mein treuer praktischer Fernsprecher ist kaputt. Es ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen, das Ding ist völlig abgetackelt und es fehlen einige Fernsprecherteile.
Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Du, hilfst du mir, meine Festsprechenteile zu finden? Okay. Oh, danke dir, du blühende Anemone des Wassers, danke, dein Herz ist ja noch größer als dein Kopf. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher, deshalb bleibe ich hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. Okay, jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Aufgaben, als ich gedacht hätte. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie alles so schaffen. Oh, was ist das denn da? Ach so, ist einfach nur Müll. Müll. Also am Strand sind irgendwo... Da könnte was gewesen sein. Ist das einer? Ja. Aber da war nämlich kurz so ein Punkt. Im Sand. Hier haben wir schon wieder eine Flaschenpost. Huch, meine Tasche ist ja voll... Oh Gott. Wieder hinlegen. Was mache ich denn jetzt? Egal. Erstmal hier ausbuddeln. Eine Teppichmuschel, okay. Tauschen, wir tauschen einfach mal. Gegen die Kirschen. Austauschen. Okay. Gott, 5 Stück suchen. Ist aber hier echt hart. Hier ist auch nichts. Hä? Ja, muss ich so random suchen? Nee, ne? Muss schon suchen, wenn da so ein Punkt ist. Denke ich mal. Also hier sehe ich ja gar nichts. Sehr seltsam, ne? Da ist noch ein Punkt. Oder daneben. Daneben. Ah, jetzt habe ich getroffen, aber zu spät anscheinend. Ich würde die Flaschenpost eigentlich ganz gerne gleich nehmen. Noch ein Fernsprecher. Ich nehme die einfach und schmeiß irgendwas weg. Tauschen. Gegen. Gegen. Ja, gegen was denn? Gegen Unkraut. So. Also 2 haben wir. 2 haben wir. Hier ist nur 1. Perfekt. 3 haben wir. Und bevor ich, glaube ich, gleich die Insel erkunde, gehe ich erstmal nochmal nach Hause und bringe Sachen weg. Freilassen. Ach nein. Scheiße. Den haben wir verpasst. Da. Meine Güte. Och Mann, ey. Mann. Schaufeln ist schwer, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich so blöd anstelle. Och nee, nicht schon wieder die Viech. Freilassen. Geh mal wieder weg. Hier haben wir auch noch nichts. Da. Hier sehe ich auch nichts. Da ist was. Daneben. Geil. Junge. Ist das eine Kacke? Alter. Ja, hier haben wir nur 1. Wie viel brauchen wir denn noch? Wie viel haben wir? Wir haben 4. 1 noch. 1 noch. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, Punkt. Ich brauche noch einen weiteren Punkt. Boah, Alter, ne? Boah, meine Mutter, ne? Die nervt schon wieder. Schreibt die ganze Zeit irgendwas.
Besten, ich mach mein Handy aus, nicht, dass sie gleich einen Anruf. So, Fernsprecher. Ich hab jetzt 5. Perfekt. Perfekt. Hallo Noki. Schleppi. So, hallo Gulliver, ich hab's geschafft. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. Oh, da sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, ihr Süßen. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie die Sardinen, läuft das Ding jetzt? Ahoi Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab? Hier sind meine Koordinaten. Gulliver, Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ah, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Okay, sehr gut. Denen haben wir geholfen. Dann können wir jetzt die Flaschenpost öffnen. Wer auch immer du bist, kürzlich hatte ich auf einem Spaziergang eine Eingebung für eine fantastische Bastelanleitung. Ich lege die Anleitung bei, damit auch du davon profitieren kannst. Bitte setz meine Idee in die Tat um, Samira. Okay, Holzstuhl. Cool. Holzstuhl. Bung. So, dann können wir jetzt endlich hier... Ach, ZL, damit das nicht nervt. Steinreich. Ja, ich bin steinreich. Danke, danke. So. Willst du mir hier noch irgendwas geben? Nee, ne? Oh doch, da. Lebensretter, danke. Super. Noch mehr Medaillen. Und jetzt möchte ich ganz gerne den Sprungstab haben. Boing. Oh, cool. Cool, cool, cool. Den machen wir erstmal weg. Wir brauchen die Schaufel. Die Schaufel. Da haben wir sie. Und wir machen mal eben das Unkraut hier weg. So. Und da. Und. Ah, da kommt auch was. Eisen, Eisen, Eisen. Ich brauche Eisen. Super. Drei Eisen. Drei Eisen ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Ich mach mal die Kamera wieder so. Und tada. Da hätten wir noch Kirschen. Am Strand hier ist aber, glaube ich, nichts. Oh, doch, ein Steg. Okay. So, gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Vielleicht ist da hier auch zufälligerweise irgendein Dorfbewohner. Warte, da rechts geht es gleich weiter. Dann gehe ich mal lieber nach links. Oh, oben ist schön. Oben sieht es echt gut aus. Oh, guck mal hier. Wir haben ein Fossil. Super, ein Fossil. Och, nee. Ruhe da jetzt. Oh, schön. Guck mal, da hinten sind noch andere Inseln. Andere Inseln. Fossilienfund. Ja, danke. So. Laufen wir mal wieder weiter. Sieht echt schön aus. Hopp. Oh, ich bin da drüber gehopft. Gehüpft. Sah lustig aus. Oh, oben ist echt schön. Diese Wildblumen. Ist echt hübsch. So, hier müsste ich auch darüber können. Dann brauche ich nur meinen Stabi. Stab. Komm, Stab. Da haben wir meinen Stab. Boing. Was ist eigentlich, wenn er jetzt hier irgendwo kaputt gehen sollte? Das wäre nicht so cool, oder? Oh, ist das schön hier. Echt schön. Wunderschön. Oh, hier haben wir noch das von gestern, was wir schon gesehen haben. Und top. Yeah.
Oh. Tauschen. Tauschen mit Unkraut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal eben zu Eugen und machen dann gleich weiter. Hopp. Hallo Eugen. Na, hast du was Schönes gefunden? Ja, ich habe ein paar Fossilien gefunden. Ist das nicht was? Guck mal hier, Eugen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich will etwas stiften. Fabelhaft, was wollen Sie denn stiften? Das. Guck mal. Ohne Zweifel, hierbei handelt es sich um ein Fossil. Cool. Dann wollen wir doch mal sehen. Also, huhu. Ein Stegosaurus. Ja, mega cool, ne? Ich stifte es. Ja, bitteschön, keine Sorge. Ich bin mir sicher, aber sicherlich. Achso, jetzt erzählt er hier eine Lebensgeschichte. Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nun gut, sehen wir einmal das Fossil, das Sie mir gebracht haben. Nur ein Spezialist wie ich. Düdüdüd, ja. 11 Funde noch. 11 Funde noch. Guck mal, ich hab noch was. Ich will etwas stiften. Wie? Wow. Boah, als ob man jetzt wieder. Ach nee, Leute. Mann, wieso Eugen? Jetzt muss ich hier wieder einzelne Fossilien analysieren, klicken und da kann ich erstiften. Das ist ja hier wieder. Oh, ich habe Nein geklickt. Oh, sorry, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Hier. Bitteschön. Dann wollen wir doch mal sehen. Also, huhu. Es ist ein Quetzalocatusflügel eher. Also rechts. Okay, sehr, sehr interessant. Ja, ich stifte es. Nein, ich möchte nichts dazu hören. Du kannst mir dazu was erzählen, wenn das Fossil komplett ist, ja? So, danke. 10 Funde noch. Dankeschön, tschüss. Haben wir den Sprungstab? Ja, haben wir. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Hopp. Und gucken hier noch weiter. Hier gibt es auf jeden Fall viele, viele, viele Kirschen. Oh, hier hinten haben wir wieder Wasser. Oh, das ist auch schön, wenn man sein Haus hier hin machen würde, ne? Das wäre auch was. Gut, hier haben wir noch ein Fossil. Oh, daneben. Tadam. Fossil. So, dann haben wir, glaube ich, auch alles erkundet, ne? Ja, nice. Sehr gut. Gefällt mir alles. Oder ist hier unten die Insel eigentlich auch? Nee, nee. Dann haben wir soweit das schon mal erkundet. Gehen wir mal kurz nach Hause. Bringen Sachen weg, die wir jetzt nicht brauchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon auf die Insel. Mit dem. Ah, ich muss noch die Blumen weitergießen. Mache ich eben. Das mache ich eben. Düt. Und düt. So, da. Da. Guck mal, schön, oder? Sehr schön, Leute. Personal Love. Klopf, klopf, wer ist da? Niemand. Okay, dann gehe ich wieder. So. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Alles ins Lager. Oh, das Fossil habe ich nicht abgegeben. Okay, das ist nicht schlimm. Wir geben trotzdem mal das alles ins Lager. Die Birnen kommen auch erstmal ins Lager. Ihr auch. Du auch. Oh, ich wollte dich nicht präsentieren. Ab ins Lager mit dir. Und du auch. Super. Dann fliegen wir jetzt mal von der Insel weg.
Direkt nach dem ersten Tag erstmal die Insel verlassen. Ja, weil man denkt, ja, hier ist nichts mehr zu tun. Ja, dann gehen wir halt. Dann gehen wir halt. Ah, hallo. Hey. Willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Nimmerland. Sehr erfreut, ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airlines. Dodo Airlines, die Crew mag flugunfähig sein, aber es hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen, Freunde hierher einladen oder Überraschungstouren machen. Oh, und wir bieten hier am Flughafen auch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemanden eine schicken möchtest, kannst du. Schaust dir mal unser Kartenständer da rechts an. Übrigens, du bist doch Moritz, stimmt's? Tja, die Insel ist klein, da macht sowas schnell die Runde. Ich habe gerade von Tumnuk ein Meilenticket mit dem Namen Moritz drauf erhalten. Das wäre dann also deines. Wenn du es einsetzen möchtest, sage einfach, ich möchte fliegen. Alles klar? So, Moritz, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerade noch nichts machen. Ich möchte mir den Kartenständer hier mal eben anschauen. Ein Kartenständer. Man kann hier wohl 200 Sternis Nachrichten per Karte verschicken. Möchtest du eine Karte verschicken? Gerne. Alles klar, an wen möchtest du die schreiben? Nachbar? Nee, dann nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht online Karten verschicken, wäre nämlich lustig gewesen. Vielleicht kommt das auch noch. Ich möchte fliegen. Roger! Ich hätte hier übrigens ein Meilenticket mit deinem Namen drauf. Du kannst es jederzeit einlösen. So, für die Unterhaltung müsste ich nur eines wissen. Wo möchtest du hin? Meilenticket nutzen. Du möchtest dein Meilenticket verwenden? Roger. Gut, alles klar. Dann nehme ich das Ticket, das Tumnuk für dich ausgestellt hat, mal an mich. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur, um sicher zu gehen. Bist du bereit? Werkzeug am Start? Auf geht's. Dann los. Ab in die Luft mit dir. Ich trinke mal eben was. Dodo 1. Hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug und viel Glück. Dankeschön. Roger, kaum zu glauben, aber Flugspitzgebäck ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Spektakulär. Bist du das erste Mal mit auf der Tour? Dann mache ich dich mal mit ein paar Grundlagen. Erstens, wer was findet, der kann es auch behalten. Egal ob Holz, Obst, Fisch. Hast du Platz, nimm's mit. Zweitens, wer ein Werkzeug vergisst oder sonst wie vergeigt, der kriegt's ersetzt, aber nur für Meilen. Damit wären wir auch gleich bei der goldenen Regel, die du dir am besten mit Rotstift hinters Ohr schreibst. Alles, was hier bleibt, bleibt auch hier für immer. Du siehst diesen Ort nie wieder, ich auch nicht, niemand. Noch auf einem Rückflug verbrenne ich eigenhändig den Flugplan, wegen der Sicherheit. Mehr sage ich nicht. So, schwer ab und falls du in der Patsche steckst, frag dich einfach, was würde ein Piloten-Dodo tun? Nur zu, ich warte hier und flieg nicht weg. Komm vorbei, wenn du. Okay, danke schön. So, hier haben wir schon direkt einen sehr, sehr schönen Schmetterling und schöne Blumen tatsächlich. Haben wir überhaupt. Ja, haben wir. Den haben wir. Ist ein Schwalbenschwanz, ne? Ja. Aber die Blumen sind echt schön, aber die möchte ich eigentlich jetzt nicht hier klauen. Hier hätten wir noch ein Dings. Noch einen Stein. Da können wir mal eben hier direkt ein paar Löcher graben. So, oh, guck mal, ah, oh, da ist ein Hamster. Egal, wir müssen mal eben hier. Auch geschafft. Leben ist, glaube ich, ganz gut. Tatsächlich. Oh, Kokosnüsse gibt es hier. Nice. Und Kirschen gibt es hier. Schade. Kirschen habe ich schon. Aber euch nehme ich gerne mit.
Muss auch nicht viel sein, glaube ich. Ich glaube, so ein paar reichen mir. So. Ast nehme ich auch mit. Hallo, wer bist du denn? Hey, wie cool, dich hier zu treffen. Ich bin Jessie. Willkommen auf meiner mega fantastischen Insel. Okay, nicht ganz meine Insel, aber später mal. Denn ich werde Popstar und jeder Popstar hat eine Insel. Du bist also Moritz von Nimmerland? Ich liebe es, neue Leute zu treffen, neue Fans. Das Einzige, was besser ist, als einen Tag auf einer Insel zu chillen, ist jeden Tag auf einer Insel zu chillen. Wenn man Zeit auf einer Insel verbringt, findet man so voll sich selbst. Und wenn ich auf einer Insel leben würde, wäre ich der megaste Popstar überhaupt. Zieh da auf meine. Auch nach Nimmerland ziehen? Wahnsinn, ja klar will ich. Eigentlich wäre ja jede Insel cool, aber mit dir ist jede Insel so cool, so viel cooler. Hey, alle hör mal hören. Ich ziehe nach Nimmerland. Yay! Wow, wahnsinniger Umzug, oder? Gar. Voll der Stress, so viel zu tun. Muss mich beruhigen, ganz toll beruhigen. Muss meinen inneren Popstar finden. Ah! Puh, jetzt geht's wieder. Also, ich muss einfach nur mit Tom Nook reden. Voll easy. Ich kann meinen stylischen neuen Nimmerland-Postleitzahl kaum noch erwarten. Yeah, wir haben neuen Bewohner. Den Stein, den nehme ich mir mal lieber. So. Wie sie alle Animal Crossing spielen, Leute. Kommt, noch ein bisschen mehr Eisen, danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Hier haben wir noch einen Stock. Ich glaube, ich hole mir mal den Fisch, der da ist. So, da haben wir die Angel. Wir müssen hier, glaube ich. Hat er es gesehen? Ich weiß es nicht. Ja, der Kleine hat es gesehen. Sehr gut. Oh, jetzt der große weg, schade. Oh, eine Qualkopp. Oh, die schmeckt ja nicht nach Pappe. Oh, hier ist ein Feuer. Cool. Cool. Hier haben wir noch eine kleines Ding. Wir gucken mal. Guck mal, was hier ist. Ein Stein. Ein Stein. Alles okay. Komm, dreh dich um, großer Fisch. Ja, er hat sie umgedreht. Oder? Komm, Fisch. Nee, er hat's nicht gesehen. Schade. Schade, Schokolade. Dann muss ich von hier. Jetzt aber Fisch, oder? Ach so, ist zu weit weg. Komm, dreh dich doch einmal, Fisch. Komm. Oh, Alter. Dann nicht Fisch. Mann, ey. So, hier haben wir noch einen Stein. Den werde ich auch mal eben hier ausnutzen. Ja, da machen wir ein Loch. So. Und los geht's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mann, den Fisch, den hätte ich trotzdem noch ganz gerne, tatsächlich. Komm, Fisch, bitte. Soll ich von der anderen Seite kommen, oder was? Alter, Junge. Fisch, komm. Komm, Fisch. Ich bin doch jetzt hier. Also, ich kann auch hier hingehen. Ja? Mann, den kleinen Fisch, den will ich jetzt nicht. Ach, egal. Er hat ihn. Ah, ich habe einen Seebarsch. Schade. Ne, einen Karpfen. Cool. Karpfen haben wir, glaube ich, noch nicht. Sehr gut. Gehen wir noch hier gucken. Da haben wir auch noch einen Fisch.
Und voll daneben. Voll daneben. Den haben wir aber jetzt. Und ein... Ja, eine Makrele. Makrele. Sind hier hinten eine der Auffische? Weiß ich nicht. Noch sehe ich keinen. Nee, scheint nicht so. Scheint nicht der Fall zu sein. Boah, ist das immer aufregend. Oh, eine Flunder. Eine Flunder, da bist du pla... Ach, der Witz ist mir jetzt zu flach. Plalunda? Oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen... Oh, ein Oktopus oder so? Ein Kalmar. Echt Tentakool. Tentakool. Oh Gott, jetzt kommen sie hier mit Splatoon Insidern an. Oh, guck mal. Das könnte ein kleiner Seeengel wieder sein. Gucken mal. Oh. Und was haben wir? Ja, ein Seeengel, cool. Dann können wir den auch Eugen geben. Tauschen. Ich guck mal eben, Schaufel. Wackelschaufel. Komm, die kann hier bleiben. Unkraut kann ich auch noch tauschen. Dann holen wir dich noch. Ja, gut, hat reagiert. So, was haben wir hier? Eine Makrele, okay. Freilassen. Brauche ich nicht, habe ich schon. Hab ich schon. So, dann können wir dich noch mitnehmen. Kirschen, na, brauche ich jetzt nicht unbedingt mitzunehmen. Dann würde ich sagen, das war's mit der Insel, ne? Ja. Schlagsahne an Panna Cotta. Was kann ich für dich tun? Fliegen wir zurück? Du willst zurück? Okay. Los geht's. Super, wir haben eigentlich ganz schön viel Zeugs bekommen von der Insel. Wir haben neue Kokosnüsse bekommen, die können wir gleich anpflanzen. Schon cool. Ah, tschüss. Ah, oh, guck mal, wie die Sonne hier reinstrahlt. Ist auch cool. Das ist auch cool. So. Dann. Erstmal ja zumachen. So, hier kann ein Dingsibums hin. Oh, nee, nicht du. Hier. Ablegen. Hä? Achso, ich muss, glaube ich, die Schaufel haben, ne? Ich glaube, ich muss die Schaufel dabei haben. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Eine pflanzen, ja. So geht's. Machen wir auch noch einen. Ja, pflanzen. Und hier auch. Pflanzen. Und hier können wir es auch machen. So, pflanzen. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt nach Eugen. Bringen ihnen die Sachen. Dann suchen wir noch ein paar Tiere zum Abgeben. Pamela angelt da. Was macht Pamela? Ja, die angelt. Die angelt da was. So, hallo Eugen, da bin ich wieder. Ich möchte gern Sachen stiften. Stiften. Hallo, hallo. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas stiften wollen. Ja, ich möchte was stiften. Fabelhaft. Was wollen Sie denn stiften? Doch, muss ich alles wieder einzeln machen? Oh, Alter, das ist aber hier echt belastend nervig, oder? Sehr gerne. Oh Gott, jetzt habe ich sehr gerne geklickt. Scheiße.
Scheiße, scheiße, Schokolade. Ja. Vortrefflich, famose Spende. Ja, ich habe etwas. Ich habe hier eine Flunder. Huh, das ist ja eine Flunder. Wow, nein. Kann gerade leider nicht, sorry. Ja, ich habe tatsächlich noch eine. Ich habe hier eine Makrele. Na nur, ganz klar, das ist aber... Nee, möchte ich nicht. Ich will keine Geschichten über das Verfallsdatum hören. ja, vielleicht noch eine Spende? Ja, ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Wieso sagst du mir eigentlich nicht, wie viele ich nur brauche? Das ist ja hier wieder alles rigged. Nee, keine Geschichte, danke. Danke. Ich hab etwas. Hä, noch was? Wow, sie sind ja fleißig. Ja, ich bin sehr, sehr fleißig. Ich weiß, hier eine Kaulquappe. Huh, das ist ja eine Kaulquappe. Kaulquappe. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder... Oh, ja, sie werden irgendwann Frösche. Danke. Gut zu wissen. Ich habe noch was. Fabelhaft, was haben sie denn da Schönes? Ich habe einen Seeengel. Huh, das ist doch ein Seeengel. Ich könnte ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem See. Ja komm, das höre ich mir gerne an. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. So mysteriös, so elegant wussten sie, dass der wissenschaftliche Name des Seeengels Tecosomata ist. Eine sehr große Übersetzung wäre Schalenkörper. Und ja, Seeengel sind mit den Schnecken verwandt. Oh, okay. Wie er es durchs Wasser fliegt. Erinnert allerdings eher an einen gefiederten König der Lüfte. Bei diesem fliegerischen Geschick würde es mich nicht wundern, wenn er mit den Eulen verwandt ist. Huh? Oh, das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Vortrefflich, welche famose Spende. Super. Hab nichts mehr. Okay, nur noch vier. Nur noch vier. Vier kriegen wir, glaube ich, noch hin. Danach müssen wir uns nochmal kurz erkundigen, was Nepp jetzt von uns wollte. Vier Stück. Gehen wir mal kurz gucken. Und die Birnen möchte ich gleich noch ganz gerne anpflanzen. Das heißt, ich hole mir die schon mal aus dem Inventar. Wie komme ich? Ah, hier. Ja, da. Perfekt. Danke. Das reicht schon. Dann nehme ich mir sie so. So. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, dann. Wo mache ich die denn hin, Birnbaum? Ich mache mal hier erstmal einen hin. Kann ich dann später immer noch planen. So, dann machen wir hier auch einen. Muss ich die eigentlich gießen? Ich glaube schon. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Dann machen wir hier noch einen. So, Pflanzen. Hole ich mal meine Gießkanne raus. So. Habe ich die getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, und treffen ist schwer. Die habe ich auf jeden Fall getroffen. Wir angeln unten am Strand, damit wir andere Fische kriegen, weil wir haben ja viele Barsche und sowas abgegeben. Und ja. So. Muscheln nehme ich mal mit. Unkraut, die Kirschen kann ich wieder mitnehmen. Da hätten wir was. Wo ist denn hier meine? Da ist sie. Da ist sie. Und top. Ja, bisschen weiter nach hinten, glaube ich. Da. Komm. Komm, kleines Ding. Seepferdchen wäre gut, weil das haben wir noch nicht.
Ach, wieder ein Seeengel. Schade. Schade, schade. Oh, Angel kaputt. Okay, da muss ich mir wohl eine neue kaufen. Oh, ach Mann, hier wäre jetzt ein Fisch gewesen. Egal, wir werden jetzt eben kurz hier die gießen. Hier haben wir die Gießkanne. So, bitteschön. Damit die auch wachsen. Natürlich sollte man sie auch treffen. Ich weiß nicht, ob man das muss bei denen hier. Ja. Und hier auch. Perfekt. Perfekt. Ja, dann müssen wir uns erstmal eine Wacke-Axt besorgen. Achso. Hier. Hallo. Etwas herstellen. Eine. Nee, brauche ich nicht. Was ist das denn hier? Köder. Eine Angel brauche ich. Och Mann, mir fehlt noch ein Ast. Okay. Dann hole ich mir mal eben einen Ast. Dann komme ich wieder. Hallo Ast? Ha, perfekt. Das ging ja leicht. Das ging ja leicht. Wo ist eigentlich mein neuer Bewohner, den ich mitgenommen habe? Ist er noch nicht da? Kommt er erst morgen? Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. So. Etwas herstellen. Wir nehmen. Da. Angel. Tada! Genug fürs Erste. Wir gucken mal ganz kurz hier ZL. Weil dann kann ich hier auch direkt mal nachgucken, was ich mir so Schönes leisten kann. Ja, und ich auch noch. So. Hier haben wir auch noch was. Boah, wir haben richtig viel. Obstbauer, Birne. Hallo, Kokosnuss habe ich auch. Hallo? Mann, 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 Mann. Angellegende. Ja, ich bin auch eine Legende. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. So, das scheint es gewesen zu sein. Ja. Gut. Dann gehen wir mal hier gucken. Willkommen. Einmal pro Tag erhalten Sie Bonusmaterial. Oh, 80 bekomme. Sehr gut. Nukmalen einlösen. So, wir haben 5000. Science Profi Edition. Okay, Alltagswerkzeuge A bis Z. Haben wir die schon gekauft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Werkzeugring. Ich weiß nicht, was das ist. Taschen richtig nutzen. Oh, dann ist die Tasche größer. Ich möchte aber eigentlich gerne 8 coole Frisuren haben. Ich finde die Teppiche auch cool. Nee, ich hätte schon ganz gern die Frisuren erstmal. Ja, 8 coole Frisuren, Alter. Ja, einlösen. Sehr gut. Düt. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Tada, ach so ist das, alles klar. Ich kenne jetzt coole Frisuren. An Spiegeln oder Frisiertischen könnte ich mich umstylen. Okay. Och, Alter. Was willst du denn schon wieder hier von mir? Achso, da oben kann ich was abholen. Dann mache ich das mal. So. Sehr gut. Frisiertisch. Was brauchen wir denn für sowas? Frisiertisch. Hatten wir. Ah, hier ist ein Spiegel. Eisenerz und 3 Holz. Ja, okay. Das ist ja machbar, ne? Das können wir auch mal eben herstellen. Können wir uns die direkt anschauen. So, Wackelaxt, wo bist denn du? Ich sehe schon, der Part, der wird hier gleich 2 Stunden lang sein. Hä? Habe ich keine Axt mehr? Oh,
ich hab keine Axt mehr, ey. Oh, Alter. Alter, okay, dann verkaufe ich eben was und dann kaufe ich mir eine Axt. Hallo, da bin ich schon wieder. Hallo Moritz, was kann ich für dich heute tun? Ich will etwas verkaufen. Oh, es scheint, ich habe irgendwas dabei, was er gerne haben würde. Ach, wir haben auch noch ein Fossil, okay. Hier, bitteschön. So, insgesamt bekäme ich... Dankeschön. Und... Ladenbau leuchtet. Im Moment bitten wir unseren werten Inselbewohner. Ich will was beitragen. Oh, etwas spenden, das hört man gern. Da denke ich aber im Namen des ganzen Unternehmens. Oh, irgendwie hast du gerade nichts dabei. Oh, okay. Okay, okay, dann nicht. Dann nicht. Egal. Egal. Ich habe das Lied zwar noch nie gehört, aber egal, höre ich. Wackelaxt. Ja, yeah, danke schön. Danke schön. Ich finde das Crafting halt etwas nervig. Deswegen kaufe ich lieber die Sachen bei ihm. Ich meine, die Materialien kann ich da besser für irgendwelche Gebäude dann aufsparen, oder? Als für Crafting. So, wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Ah, da. Da war sie. Da ist sie. 3x1. 2, 3. Oh. Ich glaube, den haben wir heute schon. 1, 2, 3. Weiß ich noch, wie viel ich gebraucht habe? Ich glaube, 5. 1, 2. Der wollte nicht. 1, 2. Der will auch nicht. Mann, ey. 1, 2, 3. So. Machen wir den Baum hier noch. So, und dann noch einen. Dann müssten wir es eigentlich haben, oder? Oder machen wir danach noch einen Baum? Ich glaube, wir machen jetzt noch einen Baum. Sicher ist sicher. Und das Holz, das können wir gut gebrauchen, glaube ich. Oder daneben. Daneben. So, perfekt. Das müsste, glaube ich, reichen, oder? Oder 4? Wir haben 4 Hartholz, 6 davon und... Okay, ich möchte ganz gern noch ein Hartholz haben. Da haben wir es auch schon. Gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal zurück. Zurück. Hallo, ich bin wieder da. Eure Nervensäge. Was will ich machen? Ich will einen Spiegel herstellen. Ja. Tada, ein Holztisch. Super. So, und du, dich frage ich jetzt hier erstmal, ja, was ich nochmal brauche. Was war noch nötig? Wir brauchen Holz, Hartholz, Weichholz und Eisenerz. 30 Stück von allem. Oh. Oh, 30 ist echt viel, ey, alter Schwede. Aber das kann ich ja offscreen sammeln. Ist ja kein Problem. So. Wir brauchen jetzt immer noch hier Insekten. Achso, ich wollte die Frisuren mal eben anschauen. So, gehen wir mal nach Hause. Best of my life. Du, 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 du. Oh, ist der klein. Ich dachte, der war größer. Ja, ändern wir was. Okay, ich bin gespannt. Okay. Oh, richtiger Schnösel. Also, okay. Ah, oh, es geht... Ach, 8 Stück, ne? Stimmt. Okay. Ich finde diesen Schnösel-Look eigentlich sehr cool, ne? Aber momentan sehe ich so aus. Aber so ein Schnösel-Look? So ein Schnösel-Look finde ich echt cool. Ne, ich sehe, glaube ich, so aus. Schnösel-Look finde ich echt cool. Aber ich glaube, ich nehme den.
Oder doch den? So ein Schnösel-like? Hier ein richtiger Snob. Nee, das bin ich nicht. Wisst ihr was? Ich nehme den Schnösel-Look. Ich finde den cool. Ich bleibe, glaube ich, bei Blond. Okay, dann bleiben wir zumindest bei Blond. Yeah. So, dann möchte ich aber jetzt auch ganz gerne meinen Hut ausziehen, ne? Hier, weg damit. Supi. Der kann ins Lager. Oder an die Wand. Jetzt drehen wir mal hier. Tada. Ich würde eigentlich ganz gerne irgendwie ins Lager kommen. Ah, damit kann ich Licht hier verändern. Ist das das Lager? Ja, das ist das Lager. Wir haben 12... Ach, wir können ja eigentlich auch alles ins Lager franzen. Ins Lager. Ins Lager. Bis wir dann irgendwann 30 von allem haben. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Na? Ja. So. Gucke ich nochmal ins Lager, ob wir vielleicht sogar schon was 30 Mal haben. Ne, haben wir nicht. Aber Eisen haben wir fast schon 30 Mal. Das heißt, das könnten wir dann morgen schon haben. Wenn es dann morgen neue Steine gibt. Weil ich glaube, nochmal geben die hier nichts ab. Oder war ich an dem hier noch nicht? Weiß ich nicht. Lasst uns überraschen. So. Oh, da wollte ich kein Loch machen. Dann guck mal. Oh doch, lol. Oh nein, ich hab daneben. Scheiße, das ist gar nicht gut. Oh, ist aber nett. Ich hatte echt viel Zeit, muss man schon sagen. Oder ich hatte den Stein noch nicht. Kann auch sein, weil die Löcher irgendwie noch da waren. Nicht mehr da waren. Ja, dann müssen wir jetzt noch 4 Sachen. Ich habe ja noch ein Fossil. Das heißt noch 3 Sachen. Müssen wir Eugen schicken. Ich habe das Gefühl, im Meer sind halt viel, viel mehr Sachen. Also, deswegen glaube ich nicht, dass der hier auch was bringt. Oh, scheiße, ich habe A gedrückt, sorry. Da war ich ein bisschen nervös. Ich nehme ich mit, ich kann ich später verkaufen. So, Nashorni, hallo. Unkraut kommt nämlich auch mit, dann nickst ihr nicht so dumm herum. Hallo Fische, wo seid ihr? Da ist einer. Bestimmt wieder ein Seeengel. Wie ich die Fische hier kenne. So, Alter. Mann, ey. Jetzt willst du mich eigentlich hier komplett verarschen, du scheiß Fisch. Kannst du bitte ein bisschen dich nach links drehen? Och Gott, ey. Alter, dieser Fisch, der nervt mich ja jetzt schon. Jetzt habe ich aber. Jetzt habe ich ihn. Bitte nicht wieder ein Seeengel. Was ist... Oh, ich glaube, da kommt was. Kommt ein Geschenk, oder? Nein? Doch, da. Ich habe es gesehen. Hallo Geschenk? Seh dich nicht mehr. Okay, es braucht, glaube ich, noch ein bisschen. So. Fisch, komm. Komm schnell. So, super. Och nee, ist nicht super. Mann. Noch, oh, eine Bastelanleitung. Cool. Ich würde. Da ist das Geschenk. Ist da drüben? Hier. Ich brauche meine Schleudi. Da war sie schon. Da war sie schon. Hä, auf welcher Höhe ist die denn? Ah, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott, was ist da drin? Ich hoffe, irgendwas Seltenes.
Auspacken. Ein Stuhl. Okay. Tragen. Alter, wie sehe ich nur aus? Okay, wir sind richtiger Schnösel, Alter. Wir brauchten eigentlich noch ein Smoking. Ein Smoking. Und ich brauche hier mal Fische. Ah, da ist einer. Oh, ist aber so klein wieder. Ist doch bestimmt wieder ein Seeengel, oder? So, hier. Oh, Alter, Fisch. Oh, ich hasse Fischen, ne? Ich hasse in jedem Spiel das Fischen. Oh Gott. Och, nicht euer Ernst. Ich fange hier gar nichts mehr. Ich fange nur hier große Dinger. Da ist ein größerer. So. Daneben. Nice. Alter, Junge. Der war zu weit links, oder? Nee, hat gereicht. Sehr gut. Oh, das habe ich, glaube ich, schon. Karpfen, ne? Ne, Seebarsch. Ich meine, ich hätte die schon. Ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Da, 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 da. Gehen wir mal den. Ich glaube, Schmetterlinge bringen nichts. Ich glaube, die habe ich schon. Aber wir können natürlich trotzdem den nochmal fangen hier. Ein Kohlweißling. Ja, ich glaube, den haben wir tatsächlich schon. So, gehen wir einmal hier noch hier herum. Hier ist aber nirgendwo was. Och, Mann, ey. Lass mich hier durch. Hier hatten wir auch noch was. Zitronenfalter wahrscheinlich. Ja. Haben wir natürlich auch schon abgegeben. Da hätten wir noch einen Fisch. Wir gucken einfach mal. Hallo Eugen, da bin ich schon wieder. Ich trinke mir noch mal was. So, ich will ein Fossil analysieren. Das da. Ja, ich hätte vielleicht noch was. Ah, guck mal. Kohlweißling hat es, haben sie noch nicht. Das ist natürlich sehr gut. Nee, ich will nichts dazu hören. Danke. So, ich brauche nur noch zwei, oder? Zwei Funde brauche ich noch. Okay. Okay, okay. Zwei Stück. Die Nuckenmal nerven mich schon wieder. Die lasse ich jetzt aber bimmeln. Zählen, die hören auf zu bimmeln, dann lasse ich es eh. Ja gut, hat aufgehört. Ja, ja, Schmetterlinge brauchen wir jetzt eigentlich nicht so. Den Sprungstab hätte ich ganz gern nochmal. Gehen wir da drüben nämlich gucken. Und hopp. Und eine Angel am besten. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Muscheln. Da ist ein großer Fisch. Bisschen zu weit nach da. So, jetzt aber. Oh, der hat sofort angebissen. Ach, nicht schon wieder ein Seebarsch. Jetzt auch nichts.
Hinten kann ich ruhig ein bisschen laufen, da komme ich nicht her. Okay. Oh, eine Biene. Ah, komm, Kescher. Perfekt. Oh, da ist noch ein Schmetterling. Oh Gott, wir haben's, Leute. Wir haben's. Tauschen. Mit Zitronenfalter freilassen. Da ist er. Dich hole ich mir auch noch. Oh, der ist schön. Eine weiße Baumnymphe. Oh, cool, eine Nymphe haben wir. Auch tauschen. Gegen was tauschen wir denn? Gegen Unkraut. Ja, Unkraut, hier bitte. Perfekt, wir haben's. Dann können wir wieder zurück. Können wir wieder zurückspringen. Und hopp. Tipp. Eugen, ich hab's. Ich hab's geschafft, Eugen. So. Na, ich will etwas stiften. Einmal den. Oh, das ist ekelhaft. Aber ich weiß trotzdem über alles Bescheid. So. Ja, ich hab noch was. Ich hab tatsächlich noch was. Und zwar eine Biene. Guck mal hier, eine Honigbiene. Aber schon gemein, dass ich die fangen musste, ne? Aber egal. Wir kriegen jetzt unser Museum, oder? Ha? Wird doch langsam Zeit. Aber das bedeutet ja... Hurra, es ist geschafft. Wir haben nun die erforderliche Anzahl an Ausstellungsstücken bei meinem Federkleid. Ich bin für wahr sprachlos. Nie hätte ich gedacht, dass wir unser Ziel gleich an meinem ersten Tag auf dieser Insel erreichen würden. Welche Großzügigkeit, welche akademische Leidenschaft. Ich bin überwältigt. Huh, nun steht der Baugenehmigung für ein richtiges Museum nichts mehr im Wege. Oh, du liebe Güte, ich musste alles für die große Eröffnung vorbereiten. Es gibt da so viel zu tun, huhu. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Moritz. Darf ich nicht aussuchen, wohin das hinkommt? Ach Mann, schade, Schokolade. Egal, dann bringen wir jetzt erstmal den Müll weg. Oder die DIY-Anleitung lesen wir uns mal durch. Oder schauen uns die mal an. So. Wo war das? Okay, hier haben wir keine drin. Aber wir gehen hier nochmal eben hin. Hallo. Guten Tag, Neppi, Schleppi, Leppi. Etwas herstellen. So, was ist neu? Wir haben was Neues bekommen. Hier. Eine. Oh, cool. Mit Unkraut macht man das. Sieht schon irgendwie ganz cool aus. Dann behalten wir die Dosen vielleicht doch noch. Teppichmuschel. Nee, Köder, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Eine Pfanne wäre natürlich auch ganz schön cool. Oder so ein Steinhocker. Ja, gefällt mir alles eigentlich sehr gut. Hallo Moritz, was kann ich für dich? Ich will was verkaufen. Sehr gern. Was hast du denn zu bieten? Wir haben die Seebarsche, die unser Freund nicht haben will. Wir haben Muscheln. Wir haben eine Dose, die ich, glaube ich, nicht verkaufen will. Wir haben einen Seeengel. Schön, ne? Ja, der ist echt schön. Und ein Horn. So, insgesamt sind das... Oh, abgemacht. Nice. Dankeschön. So, dann gehen wir hier nochmal gucken. Was wir jetzt hier schön... Oh Gott, da haben wir ganz schön viel gemacht. Hier Nook-Medaillen erhalten. Danke. Fossilien. Und ein Fisch. Haben wir schon wieder 4000, Alter Schwede. Aber warte, da blinkt noch was. Blinkt noch irgendwas, Meilenstein. Wie kriege ich? 500? 300? Okay. 300. Sonst... Bitte, komm. Schade. Wir gucken noch eben hier. Look-Medaillen. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Okay, 5000. Aber viel. Pflanze, Blumensamen. 100. Fälle, Bäume. Nee, was will ich eigentlich nicht machen? Verkaufe Unkraut.
Okay, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal hier im Shop hier nach. Nukmalen einlösen. So, was haben wir denn? Also, 2,4 kosteten die, ne? Die Haare und sowas. Wo sind die denn? Ah, hier. Hier, 3000 kostet eins. Okay, und 8 poppigsten Frisuren. Taschen richtig nutzen, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Designs Profi Edition. Ah, weiß ich noch nicht. Alltagswerkzeuge. A bis Z. Werkzeuge. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich hole mir den jetzt einfach. Einlösen. Werkzeuge. Ein Muss. Genau, ein Muss. Ist das eine Anleitung? Ach so, ist das alles klar? Ich habe gelernt, wie man Werkzeuge schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. Ach, draußen. Okay, ich habe schon probiert. So. Dann hätte ich eigentlich noch gerne. Ja, komm, ich hol mir jetzt einfach die 8 poppigsten Haarfarben. Hier, ne? Einlösen. So. Ja, danke schön. Die schauen wir uns da an und danach können wir den Part auch beenden. Ich meine, eine Stunde oder eine halbe, ne? Das reicht, glaube ich, auch. Das reicht auch. Kling. Dann gehen wir mal gucken. Dann gehen wir mal schnell nach Hause. Vielleicht mache ich Animal Crossing doch jeden Tag. Und es wird sich dann ja herausstellen, wie viel dann an jedem Tag zu tun ist. Wenn dann der Part dann halt nur 10 Minuten geht, dann geht er auch nur 10 Minuten. Ne? Das ist dann so eine Art Tagebuch. Jetzt, heute hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun. Wie man gemerkt hat. Bisschen zu viel schon. Ah, heute ändern wir was. So, da bin ich jetzt gespannt. Ach, hier sind die Haare. Warte, das waren die. Die ist neu, glaube ich. Nee, die sind nicht neu. Haben wir nicht. Ah, hier. Hier sind sie doch. So. So sehe ich gerade aus. Tatsächlich. Oh, ich liebe ja diese Schnösel Haare. Wir gehen mal lieber so durch, damit wir hier wirklich keine vergessen. Okay. Dann gehen wir hier nochmal. Oh, die Haare sind natürlich jetzt für Mädchen ganz schön gut, weil die ein bisschen länger sind. Okay. Okay, ich glaube, ich nehme meine Haare. Das sind meine gerade zur Zeit. Nur, dass vorne noch hoch ist. Aber nicht so krass hoch wie hier. Oder? Doch. Doch, doch, doch. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Aber ich will eigentlich die Schnösehaare weiter benutzen. Die finde ich ganz lustig. Ich nutze sie weiter. Ich finde die lustig. So. Aber vielleicht möchte ich wieder meine Jeans anziehen. Danke. Danke, danke. Ja, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich suche mir jetzt gleich erstmal noch einen schönen Ort aus fürs nächste Thumbnail. Thumbnail? Vielleicht neben dem Wasserfall, wäre auch schön. Oder neben unserem Haus, weil jetzt haben wir ja eins. Hopp. Hier so vielleicht. Gibt es ja auch hier auf diesem Nook-Phone hier eine Kamera-App. Die zwar nicht ganz so cool ist, aber es geht. Hallo, Leute. Warte, stell mich mal hin. So, oder? So sieht's eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, Leute, das war's dann für diesen Part für heute. Wir sehen uns, oh. Ich wollte ein Foto machen. Oh. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn's heißt Animal Crossing New Horizons für die Switch.
Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Ach ja, rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video. Tschüss.